Hi Leute, heute wollte ich euch zeigen, wie ich meine Fenster putze und zwar ganz ohne Chemie, mit einem einzigen Hausmittel und natürlich streifenfrei. Zuallererst nehme ich mir ein Tuch mit klarem warmem Wasser und wische einmal über die Fenster drüber her. Und das Ganze mache ich dann natürlich auch nochmal von außen. Und dann hole ich mir neues, sehr warmes Wasser und gebe einen Schuss Essig mit in das Wasser rein. Das löst den Kalk und sorgt dafür, dass wir nachher keine Schlieren und keine Streifen auf den Fenstern haben. Mit diesem Essigwasser, was ich jetzt auf meinem Tuch habe, wische ich dann nochmal die Fenster ab. Und nachher gehe ich nochmal zum Trockenmachen mit einem Mikrofasertuch. Das gibt es eigentlich überall für super günstig. Gehe ich dann nochmal drüber her, um das Ganze dann abtrocknen zu lassen. Und vor allen Dingen das Gute daran ist, dass es halt nicht fusselt. Dann dauert es meistens noch eine ganz kurze Zeit, bis das Fenster komplett abgetrocknet ist und dann werdet ihr sehen, es funktioniert ganz eindeutig. So, ich wollte euch noch mal einmal ganz kurz den Unterschied zeigen. Das hier ist das Fenster, was ich noch nicht geputzt habe. Ja, seht ihr? Definitiv nicht klar, ja. Und das hier ist das Fenster, was ich geputzt habe. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.